leichtesten, noch größeren Damen auf. So vieles und so gewaltiges, das aber erst recht dem Leid unserer Demokraten nicht können das Ungerechte. Entscheidender war, dass es in diesen 60 Jahren gelang, mit übermenschlichen Anstrengungen den deutschen Volkskörper wehrlich zu sanieren, das heißt, ihn nicht in erster Linie mit einer materiellen Kriegsmacht auszustatten, sondern mit dem geistigen Widerstand dieser Selbstbehauptung zu erfüllen. Sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jede, der kämpfen kann, kämpft, jede, der arbeiten kann, arbeitet und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, das zu landieren und dann zu leben. Die aufstirbenden Strohköpfe braucht man sich dabei kaum auseinanderzusetzen, die der Meinung sind, ein wehrloses Deutschland, der den Folgen seiner Ohnmacht sich für nicht zum Opfer dieser jüdischen internationalen Selbstverschwörung geworden. Das heißt nichts anderes, als alle Naturgesetze auf den Kopf stellen. Wann wird die Wehrlose ganz und uns deswegen nicht gefressen, weil sie infolge ihrer Konstitution aggressive Absicht nicht haben kann? Und wann wird der Wolf endlich das Gesicht, weil die Schafe keine Rüstung besitzen? Dass es, wie gesagt, so bürgerliche Schafe gibt, die das in Alternst glauben, beweist nur, wie notwendig es war, ein Zeitalter zu beseitigen, das in seiner Erziehung solche Erscheinungen zu züchten und zu halten vermochte, ja, ihnen sogar politischen Einfluss einräumte. Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. Januar 1933 so ungeheuer gewachsen, dass sie nicht mehr vergleichbar ist mit der früheren Zeit. Die Aufrechterhaltung dieser inneren Widerstandskraft aber ist zugleich der sicherste Garant für den endgültigen Sieg. Sofort begann das Judentum, aber nunmehr mit der planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes. Keine Rücken, die sind die Sache, 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 die s
Aber wir müssen das Land nicht mit den Kindern in der Verletzung oder der Folge.